Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ignorum zu einem neuen Part. Pokémon, Schwert und Schild. Ohne das Schild. Also nur Schwert. Pokémon, Schwert, Let's Play mit dem Zwergenfürst. Hier sind wir direkt vor den Toren von Spikefurt. Das ist die Heimatstadt von Mary. Und jetzt sprechen wir mit ihr und kämpfen wahrscheinlich gegen sie. Spikefurt. Ich freue mich schon drauf. Wird spaßig. Schauen wir mal, was uns in der nächsten Stadt erwartet. Spikefurt ist meine Heimatstadt. Ich kenne diese Gegend wie meine eigene Westentasche. Deshalb weiß ich auch, dass es noch einen anderen Weg in die Stadt gibt. Wenn du in die Stadt willst, könnte ich dich theoretisch reinschleusen. Aber da wir Rivalen sind, musst du mich zuerst in einem Kampf besiegen. Sehr gerne. Kämpfen wir. Auf geht's. Oh nein. Sie holt sich Hilfe. Oh nein. Das ist unfair. Wir haben uns bei der Arena-Challenger bis hierher von gekämpft. Und wie ich da jetzt schon mal gesagt habe, respektiere ich dich als Qualen. Ach so, das ist, sagt sie, das wird mir jetzt erst klar. Aber für mich hängt viel davon ab, dass ich gewinne. Ich darf einfach nicht verlieren. Aha, und wenn wir dich besiegen, dann vermöbelt uns Team Gell, oder was? Oh Mann. Pokémon-Trainer Mary fordert dich heraus. Jo, so muss es sein. Kramor. Lecky. Damit du es weißt, ich bin auch stärker geworden. Ich werde alle meine Pokémon in den Kampf schicken. Ich werde alle meine Stärken ausspielen. Wie sieht es denn in meinem Team aus? Ist das Dolle geschwächt oder? Ach nö. Kann auch kämpfen. Dann Madrid. Bohrschnabel. Na komm, Kramor. Lass dich nicht komplett besiegen. Bohrschnabel. Na komm, gib dein Bestes. Kripana. Ich glaube, ich sollte meinen Trank einsetzen. Das wäre nicht ganz schlecht. Bin ich ungeheilt hier in den Kampf gegangen. Super Trank. So. Naja. Super Trank wäre effektiver gewesen, aber gut. Setzt sowieso defensiver Daten ein. Daher geht's in Ordnung. Stahlflügel, na komm. Und setzt dem Kleopatra ein Ende. Mach's alle. Stahlflügel. Zack. So. Erstes Pokémon besiegt. Da waren es nur noch. Wie viele? Die Kinder mit 43. Mopiku als nächstes. Wie viel hat sie noch? Ein Angebot. Wie viel kann sie noch rausschicken? Mopiku. Ah, das kennen wir schon. Drei sind es noch. Sehr gut. Nicht effektiv, nicht effektiv, nicht effektiv. Nicht effektiv. Trotzdem mal. Versuchen wir es mal. Kann ja klappen. Das ist eine von mir, Arena Challenger. Na, was hat sie gesagt? Ich habe es nicht ganz kapiert. Das ist ein Elektro-Typ. Ja, warum auch nicht? Ist ja klar. Und Pikachu mit Katsun. Sollte ein Elektro-Typ sein. So. Na komm, noch ein bisschen was können wir. Können wir nicht. Becky wurde besiegt. Jo. Wir müssen auch mal bei Zeiten über den Erweiterungspass reden. Den Pokémon Schwert- und Schilderweiterungspass. Ja. Jetzt bestimmt nicht, aber irgendwann mal, wenn man sich was anbietet. Na, warum nicht jetzt eigentlich? Ja, jedenfalls, ich werde es nicht spielen, ich werde den Erweiterungspass nicht runterladen. Es kostet dann pflichtig den DLC von Pokémon Schwert und Schild. Muss ich nicht unbedingt haben, das gibt auch jetzt nichts, was nicht entbehrlich wäre. Also, das ist jetzt keine zusätzliche Sache. Doch, das sind jetzt nur zusätzliche Sachen, die... Also dadurch geht jetzt nichts am Hauptspiel verloren. Es ist eine zusätzliche Insel, ein neuer Ort mit neuen Charakteren. Ist was Schönes, was man durchaus zeigen könnte.
und was man durchaus anbieten kann und hatte vielleicht auch seine Legitimierung, dass man das kauft und spielt, aber es sind halt nochmal 30 Euro für das DLC, die ich jetzt nicht unbedingt ausgeben muss. Also das muss ich jetzt unbedingt haben. Da spiele ich das Spiel lieber bis zu Ende, so wie ich es schon habe. Und ja, lass das DLC lieber aus. Was? Rufus besiegt? Gibt's doch gar nicht. Wie wir sehen, gibt's das doch, aber gut. So, dann Modi. Du als Nächster. Na komm, haben wir gleich die Hälfte. Das kriegen wir doch hin. Sehr effektiv. Doppelkick. Na komm. Lass dich nicht so leicht beeindrucken. Mach's alle. Sehr gut. Mokliko besiegt. Da waren es nur zwei. So. Toxic-Quack. Ich kämpfe trotzdem erstmal weiter. Oh ja, das Pokémon. Das ist mir bekannt. Da dürfte die Attacke doch sinnvoll sein. Gut, dann halt diese Attacke. Feuersäulen, auch wenn das nicht viel bringt. Oh ja, ein bisschen bringt das schon. Alles klar. Naja, also nochmal zum Erweiterungspass. Ihr verpasst dadurch ja nichts. Also ihr verpasst ja nichts, wenn ihr es nicht kauft und nicht spielt. Also dadurch geht das. Da geht dem Spiel ja nichts verloren. Also es ist ja halt nur eine fakultative Erweiterung. Also ein Erweiterungspass, sagt schon im Namen. Also es ist eine Erweiterung, aber nichts, was. Also es hätte noch ins Spiel reingepasst. Das ist ja der größte Kritikpunkt an der Sache. Es hätte gepasst, aber naja. Es gehört eigentlich noch zum Hauptspiel, aber ist jetzt nichts, was. Ja, ist jetzt nicht die Top 4 in den Erweiterungspass gelegt worden oder deswegen ihre Pokémon verlagert worden oder versteht ihr, was ich sagen will. Man verpasst aber, also man. Das Spiel ist trotzdem vollständig und abgeschlossen. Das Abenteuer war abgeschlossen und zu Ende gebracht. Trotz Nicht-Erweiterungspass-Spielen. Also wir müssen mal dringend jemanden heilen hier. Ein Beleber. Ich würde sagen, weg. Den können wir wieder heilen. Knirscher. Autsch. Sieht nicht so gut aus. Da müssen wir weg, wir uns jetzt behaupten. Ich hoffe, sie schafft's. Mein Kramor. Sind noch zwei Pokémon. Komm, streng dich an. Nein, ein Pokémon. Ist das letzte. Sehr gut. Dann mal ein Hypertrank. Na komm, Vicky. Jetzt mal. Contenance. Das kriegst du hin. Beste Pokémon noch besiegen. Haben wir Mary besiegt. Und lass ihn nicht so leicht in die Knie zwingen. Let's go. Stahlflüge, ich versuch's mal. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Es bringt ein wenig was. Nicht ganz uneffektiv. So, na komm. Bohrschnabel vielleicht noch. In letzter Hieb, dann ist Schluss. Na komm. Mach es alle. Bohrschnabel. Zack. Jo, sehr gut. Ja, erledigt haben wir es. Dann war das letzte Pokémon besiegt. Pokémon-Trainer Mary wurde besiegt. Was sollte das denn? Du hast mich einfach so besiegt. Du gewinnst 10.560 Pokémon-Dollar und gehst zeitgleich aus dem Kampf gegen Mary, die Arena-Challengerin, hervor. Skyfall und Steam Yeldan oder was? So langsam verstehe ich, warum ein Maupiku so interessiert an dir ist. Du bist echt stark.
Aber eins sage ich dir, ich werde meine Freunde auf Spikeford aufheitern, indem ich gewinne. Vergiss das nicht, ich werde alle 8 Ohren sammeln und erneut gegen dich antreten. Beim Champ Cup bekomme ich meine Revanche. So, nun wird es Zeit, mein Versprechen einzuhalten. Los, mir nach. Jo, ab nach Spikeford. Und Team Yell hat uns nicht angegriffen. Das ist sehr freundlich. Mich nicht überrumpelt. Oha. Ja, sieht ja hochkriminell aus. Sieht ja hier aus. Spikeford. Sieht fast aus wie so eine kleine. Ja. Eine Hochburg. Eine Hochburg von kriminellen Banden und so weiter. Das ist halt so. Bisschen eine ghetto-mäßige Stadt. Versteht ihr, was ich meine? So, Team geheilt. Das war mal dringend nötig. Übrigens, am Basbury Bahnhof hat man in letzter Zeit die Chance, ein relativ seltenes Pokémon anzutreffen. Mhm. Dann müssen wir wohl demnächst mal zum Basbury Bahnhof. Heute nicht, aber demnächst mal. So, das Tor können wir nicht öffnen. Das ist sehr schade. Wir können ja raus. Das ist nicht das Ding. Spikeford, die chaotisch aneinandergereihten Läden, verleihen der Stadt ihren punkigen Charme. Aha. Jetzt habe ich die Stadt wieder verlassen. Ja. War nicht meine Absicht. Zurück nach Spikeford. Ein bisschen eine kleine Punkstadt. Punker. Punker Village. Wenn das Rolltor geschlossen ist, hält das die ganze Arena-Challenge auf. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber ich werde es herausfinden. Hier, die ist für dich. Ich habe viele von denen. Viel Erfolg. Du erhältst eine Liga-Karte von Ness. Du sortierst die Liga-Karte in dein Album ein. Die sollten wir mal durchlesen. Ole, und willkommen in Zweigfunks. Ich hoffe, du bist bereit für die Arena-Mission. Das geht nämlich gleich schon los. Aber vorher muss ich dich noch bitten, in dein Uniform zu schlüpfen. Was? Das ist schon die Arena? Gibt's doch nicht. Wenn du zum Arenaleiter willst, musst du schnurstracks in die Richtung weitergehen. Ich war mir jetzt gar nicht bewusst, dass wir schon in der Arena sind. Ist die ganze Stadt jetzt hier eine große Arena? Muss ich gerade nochmal nachgucken, ob ich hier Tränke genug dabei habe. 7 Hypertränke und 11 Beleber. Ja, wird ausreichen. Was ist mit den Läden? Ich würde gerne ein bisschen shoppen gehen. Oder was? Hey, der Arena-Challenger, willst du hier durch? Zu dumm, ich will dich nämlich nicht durchlassen. Das ist keine klassische Patz-Situation. Du willst durch und ich will dich nicht durchlassen. Tja. Da gibt's nur eine Lösung. Lass uns kämpfen. Team Yellow Rippe hier in der Stadt. Als Arena-Challenge. Verstehe. Das ist hier schon die nächste Arena. Interessant. Rippe von Team Yellow fordert dich heraus. Die Radax. Naja, die Rippe. Die werden wir schon irgendwie besiegen. Das ist nicht die Ursache. Das ist jetzt keine so schlimme Sache. Da kriegen wir schon gebacken. Irgendwie kriegen wir es hin. Aquaclara. Okay, stand ja auch mal effektiv dran. Felsgrab. Versuch's trotzdem mal ein bisschen mit dem Prof. Na komm. Felsgrab. Ja, das bringt schon etwas mehr. Damit kann man schon kämpfen. Es ist schon effektiver. Bodycheck. So. Und noch einmal Felsgrab. Da haben wir das Pokémon besiegt. Giradax. Zerstört. Der Zerstörung des Giradax. Ja. Team Yell besiegt. Was nur ein Pokémon. Das ging ja rasch. Dein Pokémon haben meine Verteidigung ganz einfach links liegen lassen. Du gewinnst 3360 Pokémon-Dollar und bist siegreich aus dem Kampf gegen den Ärzten Team Yell-Rüppel hervor.
hatte mich extra zwischen diesen Wänden auf die Lauer gelegt, um dich aufzuhalten. Aber jetzt, wo ich verloren habe, ist eher das Kuriose. Ich muss dich wohl ohne Übel durchlassen. Na los, geh schon. Wie viele warten hier noch auf mich? Im kleinen Verstecken. Ist ein beleuchteter Mülleimer. Ja, da sind schon gleich die nächsten. So, ich will hier mal kurz die Liga-Karte betrachten. Das ist meine. Das Album NAS. Da mal ihn. Den nächsten, das ist doch der Unlicht-Arena-Leiter, der nächste Arena-Leiter, der uns hier wahrscheinlich in der Panga-Stadt erwarten wird. Ness fühlt sich verantwortlich dafür, dass Bikeford über seine Energiequellen zur Dynamisierung der Pokémon verfügt. Über keine Energiequellen zur Dynamisierung der Pokémon verfügt. Und so die Stadt aus Mangel an Besuchern dem Verfall preisgegeben wurde. In der Hitze des Gefechts neigt er mitunter dazu, seine Strategie zu früh auszuplaudern. Doch er ist stark genug, um dennoch den Sieg davon zu tragen. Seine wahre Liebe gilt jedoch der Musik und sein Talent als Liedermacher ist allerseits anerkannt. Aus diesem Grund wünscht er sich inständig, dass seine Schwester ihn als Arenaleiter ersetzt. Seine Schwester? Ich habe da schon so eine Vermutung, wer das sein wird, seine Schwester. Ich rat's nur mal so. Das ist also ich weiß es nicht genau, aber. Oh, ein Pantimos. Wenn ich raten dürfte. Eine Wand. Für Freunde des Pokémon. Freunde des Pokémon-Netz. Wie heißt das? Moment. Meisterdetektiv Pikachu ist der Film. Freunde des Pokémon-Films Meisterdetektiv Pikachu. Die kennen die Situation. Was haben wir denn da? Einen Challenger. Und du bist einfach so hier durch? Dann musst du erstmal an Team Gale vorbei. Und das wird echt nicht leicht. Denn Spikeford ist unser Revier. Wir haben also Heimvorteil. Ich habe aber Kraftvorteil und Stärkevorteil. Also ich fege eure Pokémon einfach weg. Lästiger Staub und Dreck. Ganz genau. So sieht's aus. Ein Pokémon. Ja, das kriegen wir doch hin. Ein bisschen Felsgrab und schon hat sich das beerdigen wir das Pokémon unter Felsen. Jo, das geht doch mal wieder schnell. Gleich schon die Hälfte abgezogen. Na komm. Tiefschlag wird er nicht viel bringen. So, Felsgrab, Profmacher ist fertig. Alles easy peasy, lemon squeezy. Gleich besiegt den Team Yellow-Rüpel. Wurde besiegt. Aber, ich hatte doch einen Vorteil. Du gewinnst 3360 Pokémon-Dollar und gehst gleich aus dem Kampf gegen Team Yellow-Rüpel Nummer 2 hervor. Meine Pokémon findet das total stark, wie stark du bist. Sobald wir weg sind, geht das nur die Neotafel an. Darüber. Das heißt, dass du weiter kannst. Panti. Aha, was für eine Neontafel. Mit der Ampel. Verstehe. Okay. Und wenn die nicht leuchtet, ist hier die Wand blockiert. Verstehe. Interessant. Da stehen so oben in den Häusern dran. Aha. Haben die Häuser besetzt. So sieht's aus. Ole, 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 ole. Wem wir gerade zugejubelt haben? Niemandem. Wir waren einfach in Ole-Laune. Ole. Krawums. Da springen sie einfach oben. Aus dem Stock heraus auf den Müllberg und greifen mich so einfach an. Na, haben wir dich erschreckt? Nicht wirklich. Muss ich vielleicht so sagen, nicht wirklich. Ehrlich gesagt bin ich sogar selbst ein bisschen erschrocken. Aber nicht von mir selbst, sondern weil die Landung so weh getan hat. Es schmerzt so sehr. Aber gut,
sei so gut und kämpf gegen mich, damit ich von diesen Schmerzen abgelenkt werde. Es wird mich alle Schmerzen vergessen lassen. Oder mir noch mehr Schmerzen hinzufügen. Wenn du meinen Pokémon besiegst. Das tue ich doch. Das tue ich doch glatt. Aquaknarre soll hier effektiv sein, dann versuchen wir es doch mal. Versuchen wir es glatt. Das ist effektiv. Naja. Naja, gut. Prof besiegt. Dann wohl ein anderes Pokémon. Wie wäre es hier mit Janina? Die hat schon lange nicht mehr gekämpft. Vielleicht ist hier was effektiv gegen das Team der Rüpel-Pokémon. Grasmixer, das ist effektiv. Versuchen wir es mal, was das so bringt. Nicht viel. Nicht viel. Rasierblatt. Na komm. Irgendwie müssen wir es doch besiegen können. Da war Grasmixer schon effektiver. Mühsam. Mühsam der Kampf. Nein, und ein Prof. Eine Schallwelle vielleicht. Das könnte doch was bringen. So, Bart. Ja, schon im gelben Bereich. Das könnte man hinkriegen. Nicht mit Nähnlein, aber mit einem anderen Pokémon im Team. Wie wär's mit Blacky? Los, du bist dran, Blacky. Kämpfer. Da wird hier fast mein halbes Team ausgeschaltet. Da geht's doch gar nicht. Ich muss noch ein paar Tränke einsetzen, bevor ich zum Arena-Leiter hervor hinweg kann. Keine Ahnung. Sprache. Tintel besiegt. Ich habe verloren und mein Bein tut weh. Zwei Schocks auf einmal. Du gewinnst 6720 Pokémon und dann die siegreich aus dem Kampf gegen Tintel darüber Nummer 3 hervor. Kommt Nummer 2, Nummer 4 gleich hinterher, oder? Wie sieht das aus? Ja, ich habe verloren, aber ich habe auch unter fürchterlichen Schmerzen gekämpft. Was könntest du ruhig ein bisschen würdigen? Naja, wenigstens tut mein Bein jetzt ein bisschen weniger weh. Also kann ich das weitersuchen. Haut der andere auch mit ab. Verstehe. Was ist auch so blöd und springt aus dem ersten Stock raus? Doppelleber. Alles klar. Hier gleich die nächsten oder was? Dann haben wir es jetzt langsam mal. Da ist eine unsichtbare Wand. Du kommst nichts daran vorbei. Hey, 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 deine Pokémon pfeifen inzwischen bestimmt aus den letzten Wochen. Noch lange nicht. Die können noch ein bisschen. Wir wollen berühmt werden. Darum üben wir Tag und Nacht unter unseren Backflip. Da staunst du was? Punkt, Punkt, Punkt. Hey, schauen wir relaxed. Wenn du durch das ganze Gestaune abgelenkt bist, kann ich derweil nämlich heimlich gewinnen. Wir greifen nochmal zu zweit an, aber nur einen muss ich besiegen. Das ist gut für mich, aber ziemlich unlogisch. Das Nibona. Ja gut, das Nibona ist schon ein bisschen... Und alle haben sie einen Pokémon. Die haben alle nur einen Pokémon. Das ist ja gut. Gut, das Nibona kriegen wir besiegt. Dann also, guck mal, Diamant war es Nibona wirklich eine Sache. Das war eine Hausnummer. Wenn sie richtig trainiert ist, kann es nicht so einfach besiegen. Das ist schon ein harter Brocken. Ruf ist Level 40. Ziemlich besiegt, das ging ja schnell. Dann gewinnst 6880 Pokémon und gehst siegreich aus dem Kampf gegen Team Yellow Nummer 4 müsste das sein. Hervorragend. Upsi! Ich hätte wohl eher an meinen Kampfstil feilen sollen, als an meinen Backflip. Danke für den Tipp, Bruder. Du hast einen neuen Fan mir gewonnen. Nein, danke. Euch als Fans brauche ich nicht. Würde ich nicht haben. Wirklich nicht. So, Pantymos blockiert nicht mehr. Da kommen wir jetzt weiter. Vielleicht kommen wir irgendwann mal an. Das wäre mal ganz interessant anzukommen. Hier vielleicht? Oh, ist noch ein Team Yell Rüpel. Eine Straßenblockade haben sie aufgerichtet. Das dreht Team Yell so richtig auf. Du denkst wohl, dass als Arena-Gender kannst du hier völlig ohne Konsequenzen Ärger stiften. Tja, da muss ich dich enttäuschen. Falsch gedacht. Hehehe. Du bist umzingelt. Wenn wir mit dir fertig sind, kannst du nach Hause fahren.
Du kannst nach Hause fahren. Und wieder zu zweit unterwegs. Auch nur einer von den Feindlingen greift mich an. Puh, fast hätte ich meinen Einsatz verpasst. Um mich zu schminken, war keine Zeit mehr. Ja, du siehst richtig. Wir von TVL sind in Wirklichkeit die Arena-Trainer von Spikeford. Ich sehe schon. Oh, na, er hat sich wirklich nicht geschminkt. Ein TVL-Rüppel ungeschminkt.